Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur neunten Sendung oder zur neunten Lesung des Buches von James Edkin Wiley aus 1853. 1953, nee, so neu ist das nicht. Das Doppelgesicht des Papsttums. Das Buch hat natürlich einen noch viel längeren Titel, wie das oftmals bei Büchern der Zeit so war. Aber den kann ich mir nicht merken. Das ist auch nicht nötig. Das Doppelgesicht des Papsttums sagt im Grunde alles. Nämlich, dass das Papsttum mit gespaltener Zunge spricht, ist eben der Sprecher der römisch-katholischen Kirche und von daher der Sprecher des Teufels. Und der Teufel ist die Schlange, der alte Drache, und der hat auch eine gespaltene Zunge. Bevor wir da jetzt in die neunte Lesung reingehen, habe ich noch eben eine Kleinigkeit. Ich hatte mir, glaube ich, notiert, dass ich auch noch mal irgendwo in einen Kommentar gehen wollte, aber das ist, glaube ich, bei der nächsten Lesung heute Abend, Herrscher des Bösen. Aber wir haben einen Bruder unter uns, der hier in Skype unseren Lesungen immer andächtig zuhört und auch in den Diskussionen da mit bei ist. Und der kann wunderbar Gitarre spielen und hat letztens eins seiner Stücke zum Besten gegeben. Und ich fand das so schön, weil das auch auf der Bibel basiert ist. Das war nämlich eine, lass uns mal sagen, eine Form des Psalmsingens mit Gitarrenbegleitung, die er gemacht hat. Das fand ich so schön, dass ich dachte, Mensch, schick das doch mal hier für die Lesung und dann können wir das doch hier während der Lesung am Anfang mal einspielen. Die Zuhörer über Skype haben diese Datei auf Skype bekommen, können das gleichzeitig mit mir abspielen und dann hören, wenn sie ihre Mikrofone dann zumachen. Und ich spiele das hier ab und wenn wir das gehört haben, das ist dieses Mal mit Text über den Psalm 92, dann gehen wir danach direkt in die Buchlesung. Aber das ist so eine wunderschöne Musik, die uns richtig in die richtige Stimmung bringt, um diese Lesung anzufangen. Danke an den Bruder Alexander, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Und damit sage ich dann Ton ab. Ja,
Ist doch schön, wenn man so seine Sendung anfangen kann. Und jetzt gehen wir direkt in die Lesung von dem wundervollen Buch, wie gesagt, von James Atkin Wiley aus 1800, nicht 1953, ins Deutsche übersetzt. Das Doppelgesicht des Papsttums, Geschichte, Lehren, Geist, Einfluss, Zustand und Aussichten der römischen Kirche. Und das ist heute dann die 9. Lesung unter dem Kapitel Begründung und Ausdehnung des Suprimats. Da hatten wir ja letztes Mal schon angefangen drin zu lesen und das machen wir jetzt heute weiter. Dass wir mit dem Kapitel ganz durchkommen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber das spielt auch keine Rolle, weil wir gehen sowieso gleich erstmal in eine kleine Erklärung nach dem ersten Satz, weil hier steht, die folgende Bulle, also hier geht es um Bullen, die der Papst oder der Antichrist eine nach dem anderen verfasst, um eben sein Suprimat auszudehnen. Die folgende Bulle von Sixtus V. im Jahre 1585 gegen den König von Navarra und den Prinzen von Condé, die beiden Söhne des Grimmes, ist in dem übermütigsten päpstlichen Stile abgefasst. Was er da schreibt, werden wir gleich sehen. Erstmal gehen wir uns damit bekannt machen, wer denn hier bitte schön der Prinz von Condé ist. Ich finde das interessant, dass man diese historischen Figuren auch hier und da mal ein wenig beleuchtet. Und so können wir hier zumindest auf Wikipedia nachlesen, dass wir hier über den Louis I. de Bourbon sprechen. Die Bourbonenkönige, das Bourbonengeschlecht ist uns ja schon länger bekannt. Der wurde geboren 1530 in Vendôme und ist 1569 in Jarnac gestorben, war ein französischer Feldherr und Begründer des Hauses Condé, einer Seitenlinie des Hauses Bourbon. Nach seinem Übertritt zum Protestantismus führte er die kalvinistische Partei während der Hugenottenkriege. Ja, also das sind die Kriege, die im Süden von Frankreich gekämpft wurden gegen die Hugenotten, die eine jahrhundertelange dort residierende Völkergruppe ist, die unter anderem nicht nur den Sabbat aufrechtgehalten hat, sondern vor allen Dingen die Heilige Schrift. Er kämpfte gegen die Spanier bei der Belagerung der Festung Metz 1552 und in der Schlacht von Saint-Quentin im Jahr 1557. Als Prinz von Geblüt versuchte Louis eine bedeutende Rolle im Königreich zu spielen. Nach der Verschwörung von Amboise, da gehen wir jetzt nicht in die Erklärung, aber das könnt ihr gerne selbst machen, weil den Link tue ich in die Beschreibungsbox dieses Videos mit bei, wurde er 1560 verhaftet, musste jedoch wieder freigelassen werden, weil die Guisen eine Beteiligung nicht ausreichend beweisen konnten. Er wurde im Sommer erneut verhaftet, als man entdeckte, dass er ein neues Komplott vorbereitete. Zum Tode verurteilt wurde er im letzten Moment durch den plötzlichen Tod des Königs Franz II. Gerettet. Der Fürst von Condé war Anführer der Protestanten in den ersten beiden Hugenottenkriegen. Er wurde 1562 bei Dreux gefangen genommen und handelte 1563 das Edikt von Amboise aus, das den Hugenotten eine gewisse religiöse Toleranz garantierte. Hier werde ich jetzt auch mit dem Lösen stoppen, weil dieses Edikt von Amboise ist mit anderen Worten ein Vorläufer des Edikts von Nantes. Dieses hier ist von 1563. Das Edikt von Nantes ist, wenn ich mich nicht irre, von 1593 oder 94, also irgendwann in den 90er Jahren desselben Jahrhunderts, also knapp 30 Jahre später. Und das hatte fast 100 Jahre Bestand und hat den Hugenotten Frieden zugesichert. Zwischen 1563, dem Edikt von Amboise hier, und dem Edikt von Nantes in den 90er Jahren gab es aber leider diesen fürchterlichen Zwischenfall, wenn man das so nennen kann, diese fürchterliche Tragödie 1572, bekannt als das St. Bartholomäus-Massaker. Und das hat dazu geführt, dass in einer Nacht ungefähr 70.000 Hugenotten in hauptsächlich Paris abgeschlachtet wurden und innerhalb eines Monats weit über 100.000 Hugenotten getötet wurden. Also Protestanten, Leute, die die Bibel hochgehalten hatten. Und aus dieser Linie kommt hier dieser Prinz und deswegen fand ich es interessant, für diese Linie hat der Prinz gekämpft und deswegen fand ich es interessant, dass wir den ein bisschen näher kennenlernen, bevor wir jetzt in dem Buch weiterlesen, was eben der Papst Sixtus V. 1585 gegen den König von Navarra und den Prinzen von Condé gesagt hatte. Also, die dem heiligen Petrus und seinen Nachfolgern durch den starken Arm des ewigen Königs verliehene Gewalt, also nach dem Motto von Jesus, was nicht wahr ist natürlich, verliehene Gewalt, übertrifft alle Gewalt irdischer Fürsten. Sie fällt unwiderrufliche Urteile über sie alle. Und wenn welche unter ihnen dem Befehle Gottes sich widersetzen,
nimmt eben diese Gewalt strenge Rache an ihnen, stößt sie von ihrem Throne und stürzt sie hinab in die untersten Örter der Erde, dem hochmütigen Luzifer zu dienen. Wir entsetzen sie, die genannten beiden Fürsten und ihre Nachkommen, ihrer Herrschaft für immer. Kraft des Gegenwärtigen entbinden und befreien wir alle Untertanen ihres Eides und jeder Pflicht, die sich auf Herrschaft, Huldigung und Gehorsam bezieht, und verbieten aufs Strengste jeden Gehorsam gegen sie, irgendeine ihrer Anordnungen, Gesetze oder Befehle. Aber wo sollen wir aufhören? Die Geschichte des Mittelalters strotzt von Beweisen für die wirkliche Ausübung dieser entsetzlichen Gewalt und berichtet von der Verwirrung, dem Unheil und Verderben, welche dadurch Fürsten und Völkern bereitet wurden. Statt sie aber aufzuzählen, wollen wir lieber nachweisen, dass auch die hochgreifendsten dieser Handlungen unmittelbar aus dem Fundamentalprinzip des Papsttums, der Lehre, dass der Papst Christi Stellvertreter sei, hervorgehen. Sieht man dies zu, dann ist wirklich das weltliche und geistliche Haupt Europas, ist er wirklich das weltliche und geistliche Haupt Europas und übt, wenn er ketzerische Könige entthront und widerspenstige Völker mit dem Interdikt belegt, nur die von Christo in seine Hand gelegte Machtvollkommenheit tut, wozu er nicht bloß ein Recht, sondern auch die heilige Pflicht hat. Wenn er denn der wirkliche Stellvertreter Christi hier auf Erden wäre, ist er aber nicht. Außerdem würde Christi niemals so mit Menschen umgehen, wie der Papst das tut. Also freilich durfte das Papsttum diesen hochmütigen Anspruch nur zu Zeiten mit allem Nachdruck in seiner praktischen Folgerung hervorheben. Denn er ist an sich so ungeheuerlich und ein die natürlichen Menschenrechte wie die anerkannten Vorrechte der Fürsten in der Weise zerstörendes Prinzip, dass der Instinkt der Selbsterhaltung sehr häufig über die Sklaverei des Aberglaubens siegte und Fürsten und Völker zu gemeinsamen Widerstande gegen einen Despotismus trieb, der ihnen beiden mit der Vernichtung drohte. Wenn der Staat daher kräftig war, dann befand sich Rom mit seinen Anmaßungen im Zuwarten. So wie aber das Zepter in schwache Hände kam, trat es mit seinen Ansprüchen auf Oberherrlichkeit hervor und bot alle geistlichen Schrecken und jede materielle Hilfe auf, um sie zu erzwingen. Mit unerbittlichem Stolze zertrat es die Würde der Fürsten, verletzte ohne Bedenken die heiligsten Eide, vergalt frühere Wohltaten mit Hohn und Beleidigung und handelte die Rechte und Bitten der Völker mit gleicher Missachtung. Nichts in der Welt war so hoch, so heilig, so ehrwürdig, dass es nicht hätte fallen müssen, sobald das Rom auf seinem Wege zur Alleinherrschaft im Wege stand. Genau wie es beschrieben ist, das Tier aus der Offenbarung, das alles unter seinen Füßen zermalmt. Ja? Was es auch tat, und mochte es das Auffallendste und der gewöhnlichen Ordnung der Dinge Widersprechendste sein, es übte damit nur sein ihm inherierendes Recht, sein Recht der Statthalterschaft Gottes. Anders handelnd hätte es aufgehört, Rom zu sein. So verhält es sich bei logischer Betrachtung des Prinzips. Die anmaßendsten Akte Gregors und Innozenz gehen kein Haar breit über die richtigen Grenzen ihrer Gewalt hinaus, sobald man diese nach dem Grundsatze, aus dem sie entspringen, beurteilt. Aber keineswegs haben alle Romanisten Natur und Ausdehnung des Supremats in gleicher Weise beurteilt. In diesen, wie in vielen anderen Punkten, weichen sie weit voneinander ab. In merkwürdiger, aber leicht erklärlicher Übereinstimmung ist die Theorie der Romanisten vom Suprematat erweitert oder beschränkt worden, je nach den Veränderungen, welchen dieser selbst in seiner Einwirkung auf die Welt unterworfen worden. Das päpstliche Zepter war eine Art Handweiser und seine Bewegungen, einen jetzt weiteren, dann engeren Raum umfassend, gaben zugleich das richtige Maß für den Stand der Schulmeinungen über den in Rede stehenden Gegenstand. Das Steigen und Fallen von Theorie und Praxis des Suprematats stimmen im Raum und Zeit ebenso genau zusammen
wie die Wendungen der Wetterfahne und des Windes, wie die Veränderungen des Quecksilbers im Barometer und der Atmosphäre selbst und liefern einen belehrenden Beweis für die eigentümliche Art von Unfehlbarkeit, in deren Besitz der Papst sich befindet. Wir finden, abgesehen von unbedeutenden Schattierungen bei den römischen Kanonisten, drei wohl abgegrenzte und unterschiedene Ansichten. Die erste Ansicht legt dem Papst die weltliche Gewalt aufgrund eines außerordentlichen und förmlichen Auftrages von Seiten Gottes bei. Wir sind, lassen Sie die Päpste sagen, Stellvertreter Petri, des Vizeregenten Gottes, die Besitzer der beiden Schlüssel und daher die Leiter der Welt in allen geistlichen und weltlichen Angelegenheiten. Dies war im Allgemeinen der von den Päpsten seit Gregor dem VII. Bis auf Pius den V. erhobene, in Bullen ausgesprochene und durch Handlungen, nicht zur Erquickung der Fürsten, erläuterte Anspruch. Sie waren die Priester und Könige der Welt in einer Person. Diese hochultramontane Theorie ist, wie gesagt, nach unserer Meinung die halbstarke und, wenn einmal der Vordersatz zugegen ist, logisch konsequenteste und darum völlig unüberwindliche Theorie. Mit Ausnahme der berühmten Verteidiger der gallikanischen Freiheiten wich vor der Reformation kaum ein einziger namhafter Theologe und Kanonist davon ab. Die erstere Meinung, so sagt Bellarmin, der jesuitische Kardinal des 16. Jahrhunderts, bei der Aufzählung der verschiedenen Ansichten über den weltlichen Suprimat des Papstes, die erstere Meinung, sagt er also, ist, dass der Papst nach göttlichem Rechte die vollste Gewalt über die ganze Welt in kirchlichen und bürgerlichen Dingen besitzt. Dies, fügt er hinzu, ist die Ansicht von Augustin, Triumphus, Alvarus, Pelagius, Hostensis, Panormitanus, Silvester, das ist der berühmte Papst Silvester, der den letzten Tag des gregorianischen Kalenderjahres Namensgeber ist, und viele andere, sagt Bellarmin. Dieselbe Lehre verteidigte der vorgenannte Dr. Angelicus Aquinas. Na, den kennen wir ja auch, Thomas von Aquin aus dem 13. Jahrhundert. Der behauptet nämlich, Zitat, dass der Papst die Spitze beider Gewalten sei, also der weltlichen wie der geistigen. Und demzufolge seien auch, sobald jemand wegen Abfalls vom Glauben offenkundig exkommuniziert worden, seine Untertanen unmittelbar seiner Herrschaft entnommen und ihres Eides gegen ihn quitt, also entlassen. Die zweite Ansicht ist die, dass des Papstes unmittelbare und direkte Herrschergewalt sich nur auf kirchliche Dinge erstrecke, dass er aber eine mittelbare und indirekte Autorität auch in weltlichen Angelegenheiten besitze. Nun, diese Ansicht hat ihren besten Erklärer und geschicktesten Vorkämpfer in dem fürchterlichen Kardinal Bellarmin, wie gesagt, ein Jesuit. Der besaß Verstand genug einzusehen, dass die Welt den Anblick des riesigen Janus, welcher dem Beschauer je nach Standpunkt seiner Anschauung das Bild eines Klerikers oder eines Laien zuwandte und der auf seinem Siebenhügelthrone in dunklen Zeitaltern verehrt wurde, nicht länger ertragen könne. Nun, ich hoffe, dass jeder das versteht. Wenn wir hier über den Janus sprechen, dann sprechen wir über den Gott mit den zwei Gesichtern, den Namensgeber des Januar. Der wird an anderen Stellen bei mir in anderen Videos ja schon öfter erklärt, deswegen gehe ich da nicht drauf ein, aber der ist hier eben gemeint. Deshalb versuchte er selbst mit seiner Geschicklichkeit und Gewandtheit, für die er bei dem regierenden Papste herzlich wenig Dank erntete, denn mit genauer Not entging er dem Inder, zu beweisen, dass der Papst in der Tat nur eine Herrschergewalt, die geistliche, besitze und die weltliche Autorität nur indirekt, das heißt, zum Besten der Religion oder Kirche ausüben könnte. Übrigens verlor der Papst bei dieser Kardinallogik in der Tat nichts, denn Bellarmin trug trefflich dafür Sorge, dass die indirekte Gewalt dem Papst ebenso förderlich war und ihn in den Stand setzte, ebenso viel zu tun als die direkte weltliche Autorität.
Diese indirekte weltliche Gewalt, lehrte der Kardinal, sei groß und gestatte dem Papste zur Wohlfahrt der Kirche sogar Gesetze aufzuheben und Fürsten abzusetzen. Das war ein höchst geschicktes jesuitisches Manöver. Er gab sich den Anschein, die gewaltige Macht, deren Mittelpunkt der Stuhl Petri bis dahin gewesen, zwischen dem Papst und den Königen zu teilen, indem er die geistliche Gewalt dem Ersteren, die weltliche Gewalt dem Letzteren gab, dem Papst aber wohlweislich den Löwenanteil sicherte. Denn die, wie ein wohlgelungenes Taschenspielerkunststück mit dem Scheine völliger Offenheit vollbrachte Teilung verminderte nicht im geringsten die Macht der einen Seite und brachte der anderen auch nicht den kleinsten Zuwachs. Bellarmin hat das weltliche Schwert keineswegs zerbrochen oder auch nur abgestumpft. Er hat es einfach verhüllt. Er lässt den Papst nach wie vor die geistliche Keule schwingen, inzwischen den weltlichen Dolch ganz geschickt unter den Falten des Priesterleibes verbergen und nur von der Seite führen. Mit jener Keule konnte er einen betäubenden Schlag auf die Häupter der Monarchen führen und lagen sie dann zu Boden, mit dem weltlichen Dolch ihnen den Garaus machen. Mit der Zeit aber veraltete auch diese Theorie. Und da der römische Zepter einen engeren politischen Kreis beschrieb, verstanden sich natürlich auch die Doktoren des kanonischen Rechts dazu, das Kapitel vom Suprimat in der entsprechenden Weise abzuändern und zu beschränken. Eine dritte Meinung wurde geltend gemacht, welche die weltliche Gewalt des Papstes in der mildesten und zartesten Form festhielt. Ja, in einer so zarten Form, dass sie fast unsichtbar wurde, weshalb auch die Urheber dieser Meinung sogar zu behaupten wagen, sie beanspruchten überhaupt keine weltliche Gewalt für den Papst. Diese Ansichten sind von dem Grafen de Maistre und Abbé Gosselin auf dem Kontinent, Dr. Wiseman in England zuerst vorgetragen und nachgerade von den römischen Katholiken allgemein adoptiert worden. Von dem hier zitierten Wiseman, Kardinal Wiseman, habe ich hier ein Bild, das ich euch mit einblenden möchte. De Maistre verwirft mit aller Entschiedenheit den Ausdruck Suprimat zur Bezeichnung der Gewalt, welche die Päpste über die Fürsten ausüben, und behauptet, dass sie nur Kraft ihrer eigentümlichen und vorzugsweise geistlichen Gewalt sich im Besitz des Rechts halten müssen, die Fürsten wegen bestimmter Verbrechen zu exkommunizieren, ohne damit irgendwelche Einmischung in ihre weltlichen Souveränitätsrechte zu verbinden. Er versucht dies mit der Hinweisung auf den gegenwärtigen Papst zu erhärten, also das ist Pius IX. Zur Zeit, wo das Buch geschrieben wird, der eine so geringe weltliche Gewalt besitze, dass er damit zum Gespötte der römischen Bürger werde. Papst Pius IX. Soll einmal gesagt haben, ich bin nirgendwo Papst außer in Amerika. Wahrscheinlich weist James Edgar Wylie hier darauf hin und 1870, also einige Zeit nach dem Schreiben dieses Buches, hat er ja auch seine weltliche Macht verloren durch die Erteilung der tödlich erscheinenden Wunde aus Offenbarung 13 anscheinend. Zwischen 1866 und 1870. De Maistre vergisst aber dabei, was freilich bequem ist, dass es sich nicht um das handelt, was die Päpste besitzen, sondern was sie unmittelbar oder mittelbar beanspruchen. Fast ganz gleichartige Aussprüche bedient sich Dr. Wiseman in seinen Vorlesungen über Lehre und Praxis der katholischen Kirche. Zitat, und das Bild sehen wir hier nebenan, Zitat von Dr. Wiseman aus seiner Schrift: Der so von mir erklärte Suprimat, sagt er, ist von rein geistlichem Charakter und hat mit dem Besitzer einer weltlichen Herrschaft gar nichts zu tun. Auch hat dieser geistliche Suprimat keine Beziehung zu dem weiteren Einfluss, den die Päpste auf die Geschicke Europas einst geübt haben. Dass die höchste Stelle der Kirche in einem auf katholische Prinzipien gegründeten Staate das höchste Gewicht und Ansehen erlangte, ist nun natürlich und nicht zu verwundern. Diese Gewalt entstand und verschwand mit den Verhältnissen, welche sie erzeugt und gestützt hatten, und bildet gar keinen Bestandteil der kirchlichen Lehre vom Suprimat. Fragen wir aber, welche Art von Gewalt denn diese Schriftsteller dem Papste beilegen, so ist die Antwort: eine rein geistliche Gewalt, welche jedoch, wie sie selbst zugestehen,
furchtbare weltliche Folgen zu Wege bringen kann und, wie wir gleich zeigen werden, zu Wege bringen muss. Das erinnert mich ein bisschen an das Kapitel 24, das Zeichen des Kain von Herrscher des Bösen, wo wir ja auch in der Zukunft noch drauf hinkommen. Merkt euch das dann vielleicht einmal vor. Lesung 9 von Das Doppelgesicht des Papsttums, diese Stelle hier, dann mal im Lichte zu sehen von dem Zeichen des Kain, Kapitel in Herrscher des Bösen. Also, nochmal. Eine rein geistliche Gewalt, welche jedoch, wie sie selbst zugestehen, furchtbare weltliche Folgen zu Wege bringen kann und, wie wir gleich zeigen werden, zu Wege bringen muss. Ein einziger Ausdruck bezeichnet diese moderne Ansicht vom Suprimat. Direktion, also Leitung. Nicht Jurisdiktion, Herrschergewalt, sondern das Recht der Direktion gebührt dem Papste. Er sitzt auf den sieben Hügeln nicht als die Obrigkeit, sondern als der Kasuist, der Gewissensrat der Welt. Nicht als Diktator, sondern als Lehrer Europas. Er soll die Zweifel der Menschen lösen, ihre Gewissen leiten, aber nicht ihre leibliche Freiheit beschränken. Das ist aber nichts als Bellarmins Theorie in feinerer Form. Die Art der Handlung ist verändert in ihrer Wirkung, aber ist sie dieselbe geblieben und wir gelangen in kurzer Zeit auf ziemlich direktem Wege zu dem vollen weltlichen Suprimat. Denn wenn der Papst Leiter und Richter aller Gewissen und, wie die Romanisten behaupten, in dieser Eigenschaft unfehlbar ist, muss er dann nicht mittelbare Unterwerfung fordern, weil sein Urteil eben unfehlbar und das Höchste ist? Gesetzt dieser unfehlbare Gewissensrat sollte folgenden Fall, es ist kein fingierter, entscheiden. Der Großherzog von Toskana begehrt von dem päpstlichen Stuhl eine Leitung seines Gewissens über die Frage, ob er berechtigt sei, seinen Untertanen zu gestatten, das Wort Gottes in ihrer Muttersprache zu lesen oder einen italienisch-protestantischen Gottesdienst in seinem Lande zu erlauben. Die Antwort ist nein. Der Papst schickt keinen einzigen Spirren. Und das ist jetzt natürlich interessant, das ist ein Wort, das kannte ich auch nicht. Also lesen wir erstmal eben, was ein Spirre ist. Ja? Die Bezeichnung Spirre aus dem italienischen Spiro heißt Spitzel. Wurde bis ins 19. Jahrhundert vor allem im Kirchenstaat und der Republik Venedig, aber auch in anderen italienischen Staaten für militärisch organisierten Gerichtsdiener, Häscher, Schergen und Wachmänner verwendet. Sie galten vielfach als korrupt, bestechlich und gewalttätig, so dass die Bezeichnung Spirre als pejorative Bezeichnung auch für Geheimdienstangehörige oder Polizisten anderer Länder verwendet wurde. Griesinger verwendet das Wort in seinem Buch übrigens auch. Und Griesinger wird ja auch im Laufe der nächsten Wochen vollständig zum Schluss hochgeladen. Das kann man dann auch sich anschauen. Also die Antwort ist nein. Natürlich gestattet das Gewissen der Papst in dieser Hinsicht dem Bischof oder dem Großherzog von der Toskana nicht, einen italienisch-protestantischen Gottesdienst in seinem Lande zu erlauben oder das Lesen des Wortes Gottes in der Muttersprache? Absolut nein. Der Papst schickt keinen einzigen Spirren nach Florenz. Er dirigiert bloß das großherzogliche Gewissen. Aber der Großherzog selbst fühlt sich als ein gehorsamer Sohn der Kirche verpflichtet, nach dem unfehlbaren Rate zu handeln. Sofort erscheinen Gendarmen in der protestantischen Kapelle, die Geistlichen der Waldenser werden verjagt und ein Graf des Landes samt einigen anderen, deren Verbrechen Pflege des protestantischen Gottesdienstes und Lehre des göttlichen Wortes in der Landessprache ist, werden in den Bargello, das gemeine Gefängnis, geworfen. Wir müssen hier nochmal kurz bei 1 in eine Fußnote eintauchen. In dieser Fußnote lesen wir, Guicciardini im Mai 1851. Seine Geschichte ist bekannt. Er ist ein Nachkomme des gleichnamigen großen Geschichtsschreibers. Seine Vorfahren hatten dem römischen Stuhle wichtige Dienste geleistet. Der gegenwärtige Graf Guicciardini ist seit Jahren Protestant, von unbeflecktem Ruf, hat sich nie in die Politik gemischt und nur weil er samt einigen Mitbürgern Diodatis Bibel las, wurde er zum Aufenthalt in der
gistigen Luft, ja, was gistige Luft ist, weiß ich jetzt auch nicht, der Varemmen verurteilt. Varemmen, das ist ein Platz in der Toskana. Es gelang ihm indessen, mit 6 anderen zu entwischen. Gistigen Luft, also es war giftige Luft, die dort herrschte. Gistig, giftig, ja, das. Ja, giftig steht da ja auch, da steht ja nicht gistig, was habe ich denn? Ich kann manchmal, Entschuldigung, ich bin heute mal hier und da ein bisschen außer Takt, was das Lesen der Frakturschrift angeht. Man hat so von den Tagen. Also den Satz nochmal. Sofort erscheinen Gendarmen in der protestantischen Kapelle, die Geistlichen der Waldenser werden verjagt und ein Graf des Landes samt einigen anderen, ja, und das ist also hier der Graf von Guicciardini, von dem wir gerade gelesen haben, deren Verbrechen Pflege des protestantischen Gottesdienstes und Lehre des göttlichen Wortes in der Landessprache ist, werden in den Bargello, das gemeine Gefängnis, geworfen. Gesetze, welche die Duldung und den Protestantismus begünstigen und alle derartigen Akte müssen, als den Interessen der Religion feindlich, Religion heißt hier natürlich der römisch-katholischen Kirche, Entschuldigung, von jenem höchsten geistlichen Richter verurteilt werden, und dieses Urteil nach Kräften auszuführen, muss jedes katholische Gewissen sich verpflichtet fühlen. Wenn die irischen Katholiken zum Beispiel dem päpstlichen Stuhl die kasuistische Frage vorlegten, ob es zum Besten der Kirche Irlands sei, dass die ketzerische Königin Victoria über diese Insel herrsche, die Antwort könnte nicht zweifelhaft sein. Auch ist nicht zu bezweifeln, dass die Gewissen der irischen Katholiken die mit Unfehlbarkeit vorgeschriebene Richtung einschlagen würden, wenn sie Aussicht auf einen günstigen Erfolg hätten. Der Selbstherrscher aller Gewissen in und außer der Christenheit kann getrost aller weltlichen Gewalt entsagen und behaupten, nur das Haupt einer rein geistlichen Organisation zu sein. Er weiß sehr wohl, dass zur Rechten und Linken des heiligen apostolischen Stuhles Neapel und Österreich als die Exekutoren seiner kasuistischen Entscheidungen stehen. So scharf die Schneide von Demestres Messer ist, hat es doch nur die Zweige an dem Baume des Suprimats beschnitten. Die Wurzel aber liegt in der Erde, mit einem Bande von Eisen und Erz befestigt. Harmlos schießt das Geschütz päpstlicher Logik auf das Gebäude päpstlicher Macht. Es hüllt sie zwar augenblicklich in Dampf, bricht aber nicht einen Stein aus dem Bauwerk. Und nur der getäuschte Zuschauer meint, es sei ganz zerstört. Plötzlich verzieht sich die Wolke und unbeschädigt, so stark wie eh und je, steht es vor uns. Deswegen ist die Wunde aus Offenbarung 13 eben nur eine tödlich erscheinende und eben keine tödliche Wunde. Aber die Menschen dachten, die Gefahr sei vorbei. Sie dachten, der Papst hätte keine Macht mehr. Ja, und seht mal, wo wir heute in 2019 in der Hinsicht stehen. Das Papsttum ist unbeschädigt, so stark wie eh und je, aus all diesen Untiefen wieder hervorgekommen. Das größte Hindernis für die Annahme dieser Theorie, die mehr einer allgemeinen Übereinkunft gleicht, durch welche ihre Verteidiger das Publikum missleiten, ist die Geschichte. Denn was man aus ihren Jahrbüchern nicht auslöschen und der Vergessenheit übergeben kann, das lässt sich auch nicht wegdisputieren. Obschon de Maistre, namentlich Gosselin und andere neuere Romanisten dies wirklich versuchen. Ersterer gibt zu, es sei Torheit abzuleugnen, dass die Päpste in früherer Zeit wirklich Könige abgesetzt und ihre Untertanen des Eides entbunden hätten. Aber mit den anderen behauptet er, dass diese seine Annahme von der Leitung der gewissen, allerdings scheinbar widersprechenden Akte, eben aus dem Geiste und den Ansichten des Mittelalters hervorgegangen, gar nicht in göttlichen, sondern in öffentlichen Rechte, das heißt in der allgemeinen Zustimmung der Fürsten und Völker jener Zeit ihre Begründung und Erklärung fänden. Dieser Behauptung stehen aber viele unüberwindliche Hindernisse entgegen. Die Päpste selbst erklären die Sache ganz anders. Worauf haben sie denn ihre Exkommunikationsbullen im Mittelalter dann gegründet?
etwa auf das in Europa gültige gemeine Recht auf ein ausgesprochenes oder stillschweigendes Übereinkommen der Fürsten und Völker? Nein, sondern auf ihr göttliches Recht im prägnantesten Sinne. Sie gaben und nahmen Kronen als Stellvertreter Christi und Inhaber der Schlüsselgewalt, handelten überhaupt nicht als Kasuisten, sondern als Regenten vom politischen und nicht vom moralischen Standpunkt aus. Wie bald würden Gregor und Innozenz in einer solchen Theorie Ketzerei gewittert haben? Wie bald würden sie in maßlosen Zorn mit dem Donnern des Vatikans ihre Vernichtung befohlen haben? Herrschergewalt beanspruchen die Päpste gemäß ihrer Unfehlbarkeit heute ebenso wie damals. Die Welt ist um nichts besser dran, wenn sie auch zugeben, dass ihre Herrschaft wesentlich geistiger Art sei. Es knüpft sich ja die weltliche Gewalt unmittelbar daran. Der eine Schritt vorwärts in der Logik ändert in den praktischen Folgen gar nichts. Ja, wenn selbst die mittelbare weltliche Gewalt aufgegeben und nur die geistliche festgehalten wird, ist doch niemand gegen die Übergriffe päpstlichen Ehrgeizes gesichert, wovon die neueste Geschichte einen schlagenden Beweis liefert. Nur Kraft seiner geistlichen Gewalt hat der Papst sich bestrebt, die sardinische Regierung zur Abänderung ihrer Gesetze, zur Wiedererstattung der Ländereien an die Kirche und zur Befreiung des Kleres von der weltlichen Gerichtsbarkeit zu zwingen. Selbst der Maistre bewilligt dem Papst das Recht, die Fürsten wegen gewisser Verbrechen zu exkommunizieren. Welche das aber sind, das entscheidet wiederum der Papst ganz allein. Und bekanntlich weichen die Meinungen der Nachfolger Petri über diesen schwierigen Punkt von den Annahmen des gewöhnlichen Menschenverstandes sehr bedeutend ab. Antichrist Papst Innozenz III. Zum Beispiel drohte, die Sukzession auf dem ungarischen Throne zu unterbrechen, weil sein Legat auf einer Reise durch dieses Reich aufgehalten worden. Wo irgend es sich um eine Pflicht handelte, da hat der Papst das Recht der Einmischung. Da nun aber bei allem, was ein Mensch tut oder unterlässt, die Interessen der Religion oder Moral mehr oder weniger immer mit in Frage kommen, hat der Papst auch jedes Mal einen Vorwand, seine Einmischung aufzudrängen und ist schließlich imstande vorzuschreiben, was man essen, mit wem verkehren, wem dienen und welche Dienstboten man mieten solle. Gegen seine Satzung darf man sich nicht verheiraten. Man darf seine Kinder in keine von ihm gemissbilligte Schule schicken. Von ihm hängt es ab, wie oft man zur Beichte zu gehen, welchen Teil seines Vermögens man der Kirche zu geben hat. Und vor allem muss das Gewissen bei der Ablassung von letztwilligen Verfügungen und Testamenten durch ihn geleitet sein. Man sei Richter, Verwaltungsbeamter oder Parlamentsmitglied. Rom hat man von seiner Amtsführung Rechenschaft abzulegen. Von der Wiege bis zum Grabe steht man unter priesterlicher Leitung. Und diese Leitung empfängt man nicht als einen Rat, den man nach eigenem Urteil befolgen kann oder nicht, sondern als eine unfehlbare Entscheidung, deren Richtigkeit nicht in Frage zu stellen ist und der man bei Verlust der Seligkeit Folge leisten muss. Die Kirche kann aber ebenso gut ganze Reiche als einzelne Personen leiten und hat sich ebenso um den geheimen Staatsrat als um die Gevatterschaft des Bauern zu kümmern. Allenthalben hat sie ihre Agenten, wir denken hier natürlich an die Jesuiten, und auf das gegebene Signal kann im selben Augenblick das System der Opposition und Agitation in allen Ländern zugleich seine Wirksamkeit eröffnen. Jedem der Kirche ungünstigen Gesetz oder Kabinettsbefehl wird sicher auf diese Weise Widerstand und Vernichtung bereitet. Den dreisten und polternden Ton Hildebrands hat Rom bei der Leitung nationaler Angelegenheiten allerdings aufgegeben. Es deutet jetzt seinen Willen in sanfteren Weisen und glätteren Phrasen an, aber nicht weniger fest und zuversichtlich als früher. Es droht nur mit der Entziehung der Sakramente, wie jüngst der Erzbischof Franzoni dem sterbenden Minister Rosa getan, und die Drohung ist fast immer erfolgreich.
Bei jedem Schritt droht den Regierungen derartiges geistliches Schach. Bei jedem Gesetz über Erziehung, über Kirchenländereien, bei jeder Regelung in Betreff der Klöster, bei Ausübung staatlicher Aufsicht über den Klerus, bei jedem neuen einen Staatsbürger zu erteilenden Privilegium, bei jedem Vertrag mit dem Auslande können sie in Kollision mit der Kirche kommen, der nirgends auszuweichen ist und zu deren Angelegenheiten alles gehört, was in der Welt ist, so dass der Vorwand, die Gewissen zu leiten, noch immer dazu dient, die Macht der Regierungen zu annullieren und den Bischof von Rom oder seinen konstituierten Bevollmächtigten an der Könige Höfe zum Meister der Letzteren zu machen. Die Erfahrung hat sattsam gelehrt, dass die rein geistliche Gewalt alles in ihren Bereich ziehen und über die Welt eine unerträgliche Knechtschaft bringen kann. In der von Rom erstrebten unfehlbaren geistlichen Leitung sind kirchliche und bürgerliche Angelegenheiten so untrennbar und so hoffnungslos vermengt, verwoben, verstrickt, dass der Versuch, sie voneinander abzusondern, ebenso vergeblich ist, als wenn man die Zeit von den in ihr lebenden Wesen oder den Raum von den in ihn erfüllenden Körpern trennen oder, wie ein Tagesschriftsteller es in der Edinburgh Review treffend ausdrückt, mit Shylock, das ist ein Wucherer ohne Mitleid, mit Shylock ein Pfund Fleisch oder einen Tropfen Blut zu vergießen, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen, ausschneiden wollte. Das jüngste Konkordat zwischen dem Papst und der spanischen Regierung, dessen Hauptinhalt wir zu besserem Verständnis in der Anmerkung mitteilen, enthält den Suprimat nicht nach de Maistres und Gosselins geistreichen Theorien, sondern in seiner Wahrheit und so, wie er bis heute besteht. Ich musste den Satz jetzt doch eben zu Ende lesen, aber ich habe ja hier eine Note gemacht, gehe direkt in die Fußnote, hier eins. Das ist nämlich ganz wichtig, dass wir das machen, bevor wir den Absatz hier beenden. Wir werden diesen Satz gleich nochmal lesen, aber gehen jetzt erst in diese wichtige Fußnote, die, wie ihr seht, sich hier über mehrere Seiten erstreckt, weil hier geht sie auch noch weiter. Und das müssen wir jetzt erstmal eben lesen. Es geht also um ein Konkordat. Wir reden hier im 19. Jahrhundert. Ne? Die gab es schon viel früher, wie ihr ja wisst, aus dieser Lesung inzwischen. Also was wird hier über das Konkordat gesagt? Hört gut zu, weil es wird sehr interessant und nachher wird es noch interessanter. Artikel 1 des Konkordats erklärt, dass die römisch-katholische Religion der einzige Kultus der spanischen Nation sei, mit Ausschluss jedes anderen, und dass sie es immer bleiben solle mit allen Rechten und Vorrechten, die ihr nach Gottes Gesetz und den Bestimmungen der heiligen Kanones gebühren. Also mit anderen Worten, der Abschluss dieses Konkordats heißt, dass die römisch-katholische Religion die einzige offizielle erlaubte Religion in dem Land ist, in diesem Fall Spanien. Artikel 2, und das ist übrigens heute immer noch, ne? Wenn man ein Konkordat mit dem Vatikan abschließt, dann ist das die erste Regel. Die einzige offizielle Staatsreligion ist der Katholizismus. Genauso hat Konstantin das ja im Grunde auch gemacht, 321, als er sogenannt das Christentum zur Staatsreligion des heidnischen Rom machte. Das Problem war nur, dass er nicht das Christentum genommen hat, sondern den römischen Katholizismus draus machte. Artikel 2 des Konkordats ordnet an, dass aller Unterricht auf Universitäten, Kollegien, Seminarien, öffentlichen oder Privatschulen der katholischen Lehre gemäß sein solle. Und dass den Bischöfen bei Ausübung ihrer Pflicht über die Reinheit der Lehre und der Sitten und die religiöse Erziehung auch in den Staatsschulen zu wachen, kein Hindernis in den Weg gelegt werden solle. Ich hoffe, meine Zuhörer sind sich bewusst darüber, was hier in diesem Artikel 2 steht. Wir sprechen hier, wie wir gut gehört habt, über Reinheit der Lehre und Sitten. Das ist also die Moraltheologie. Und was wissen wir von der römisch-katholischen Moraltheologie? Bruder Viktor und ich haben ja das Buch gelesen von dem
Grassmann hieß er, glaube ich, der 1937 das Buch veröffentlichte über die Moraltheologie von Alfonso Liguori. Das sind 6 oder 7 Lesungen in der Spielliste über den systematischen römisch-katholischen Kindesmissbrauch. Wenn ihr das nicht kennt, schaut euch das sicher an. Die Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche wird hiermit aufgepfropft auf das Land, wird unterrichtet in Schulen, Universitäten, Kollegien, Seminarien, Privatschulen und öffentlichen Schulen. Die Lehre der Sitten, und das ist nichts ein anderes Wort für Moraltheologie, die religiöse Erziehung, ebenso auch in den Staatsschulen, wird von den Bischöfen überwacht und ihnen darf kein Hindernis in den Weg gelegt werden. Das sagt das hier. Ja, wundern wir uns denn dann noch, dass die Schulen zu weit geöffneten Pforten der Hölle werden? Wenn wir sowas lesen, wenn wir wissen, welche Moraltheologie die römisch-katholische Kirche verfolgt? Artikel 3. Die Regierung verpflichtet sich, den Bischöfen und anderen Geistlichen alle Unterstützung zur Ausübung ihrer Pflicht zu gewähren und auf ihre Aufforderung, sowohl der Bosheit derer, welche sich bemühen, die Gemüter vom Glauben abwendig zu machen oder die Sitten zu verderben, entgegenzutreten, als auch die Herausgabe, Einführung und Verbreitung schlechter und gefährlicher Bücher zu verhindern. Nochmal, was steht hier? Die Regierung verpflichtet sich, den Bischöfen und anderen Geistlichen alle Unterstützung zur Ausübung ihrer Pflicht zu gewähren. So, da kann man 1000-mal behaupten, der Papst, die römisch-katholische Kirche hat keine weltliche Macht. Wenn das hier in einem Konkordat steht, was ist das denn? Wenn die Regierung verpflichtet ist, zu tanzen nach der Pfeife des Vatikan. Das ist doch weltliche Macht. Das ist, wie der Autor vorher geschrieben hat, das Schwert der weltlichen Macht versteckt unter dem Mantel. Aber deswegen ist es immer noch da, sticht immer noch genauso gemein zu. Die römisch-katholische Kirche, der Vatikan, hat niemals die weltliche Macht aufgegeben, aber herrscht durch die geistige Macht über die weltliche. Und wenn man dann solche Konkordate abschließt und dann die Länder, die diese Konkordate mit dem Vatikan abschließen, verpflichtet, die Regierungen dieser Länder verpflichtet, den Bischöfen und anderen Geistlichen alle Unterstützung zur Ausübung zu gewähren, dann gibt man doch die weltliche Macht ab. Dann macht man sich selbst doch zum Vasallen des Antichristen. Anders kann ich das nicht verstehen. Ja, ich hätte da eine Bemerkung zu. Ja, bitte, Michael. Dass diese Konkordate, also Staatskirchenverträge, die sind, wenn ich mich richtig daran erinnere, immer auf diese Belange der Kirche im Staat gemünzt. Das heißt, im Vertrag selber steht natürlich dann so eine Art Passus drin, dass sich diese Belange, wo die Kirche dann Einfluss drauf nimmt und letzten Endes da die Entscheidungsgewalt dann natürlich dann kirchliche sind. Natürlich wird der Bogen jetzt extrem weit gespannt. Ne? Das heißt, die sitzen dann also auch in ganz vielen Aufsichtsräten und beispielsweise Rundfunkräten und solchen ganzen Sachen drin, ne? die ganzen Vertreter davon. Sodass, wenn sie da nicht drin sitzen, wenn sie da nicht selbst drin sitzen, Bruder, dann sind die, die da drin sitzen, katholisch ausgebildet. Ja, und Katholiken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entschuldigung, dass ich eben unterbreche. Das ist ein wichtiger Punkt, den du anholst. Du hast recht. Entweder hat die Kirche da selbst ihre eigenen Vertreter drin in diesen Gremien, das ist absolut richtig, oder aber die ganzen Leute, die in diesen Gremien sitzen, sind alle katholisch ausgebildet, jesuitisch ausgebildet. Das erinnert uns doch einfach an das Kapitel 1 im Buch Herrscher des Bösen. Wenn man das liest, dann versteht man genau das, was du hier sagst. Ja, bitte, erzähl weiter. Ich wollte nicht unterbrechen. Das ist genau der Grund, warum ich es jetzt angeholt habe. Ich weiß ja, dass du das weißt. Aber wenn natürlich viele Leute, die das hören, werden sagen, was für ein Schmarrn, was für ein Quatsch. Das geht sich da nur um die Belange der Kirche, Kirchendienst, Religionsunterricht, die Darstellung der Kirche in den Medien und so weiter und so fort. Aber das ist ja genau die Geschichte. Das heißt, diese Leute sind über alles informiert, weil sie überall mit drin sitzen. Und deswegen wollte ich halt einfach nur dem Argument vorgreifen, was dann auf solche Lesungen kommt oder auf so eine Argumente oder auf so eine Tatsachen dann folgt. Einfach die Beschwichtigung nach dem Motto, das würde ja gar nicht stimmen, weil sich das ja nur auf die religiösen und Kirchen respektive Dinge da beziehen würde. Aber so ist es ja nun halt einfach nicht. Das heißt, von der Kanzel heraus wird ja Politik gemacht, wenn sich dann halt in Köln vor dem Dom jemand hinstellt in einem Boot und da eine Predigt hält und deinen Leuten erzählt, was sie da zu tun haben. Ja, öffentlich. Und
das sind ja halt einfach so Dinge, wo die Sachen überschneiden. Und deswegen wollte ich einfach sagen, es steht in den Verträgen ja drin, dass es dann halt einfach nur um die Kirchenbelange geht. Aber da die Kirche ja überall vertreten ist, und dann hat sich das natürlich dann quasi so über die Hinterhand oder von hinten rum halt dann auch einfach wieder eingebürgert, dass man natürlich jetzt da eben sich mit den entsprechenden Herren dann gut steht. Ich wollte einfach nur dieses Argument vorwegnehmen, dass viele sagen, nee, das stimmt gar nicht. Da steht doch genau das und das drin. Ja, das, was da drin steht, ist ja das eine. Aber de facto spielen die halt überall mit, weil in jeder Liga vertreten sind, weil halt einfach kein Verein so groß und mächtig ist wie die römisch-katholische Kirche. Richtig. Das wollte ich nur gesagt haben. Und zur Bestätigung dessen, was du gerade gesagt hast, sollte man dringend Kapitel 1 des Buches Herrscher des Bösen lesen. Dann versteht man, wie das in Amerika organisiert ist. Und es ist nicht anders in Deutschland organisiert. Also um es nochmal in ganz klarem Deutsch zu sagen, entweder hat die Kirche ihre eigenen direkten Vertreter in allen Sorten Gremien, Vorständen und Aufsichtsräten und was weiß ich nicht, wo es wichtig ist. Oder aber sie hat dort Leute sitzen, die ihre Politik vertreten, weil von ihnen ausgebildet. Da sagen immer viele, ja, aber wenn einer jesuitisch ausgebildet ist oder wenn einer römisch-katholisch ausgebildet ist, dann will das doch nicht sagen, dass er deswegen römisch-katholisch ist. Ich kann doch immer nur der Agenda folgen, die ich gelernt habe. Wenn ich römisch-katholisch erzogen bin, dann handle ich doch römisch-katholisch, ob ich das jetzt weiß oder nicht. Ich meine, ich wusste 45 Jahre lang nicht, dass ich römisch-katholisch bin. Ja, weil ich kann jetzt zum Beispiel... Ich wollte eben den Satz zu Ende bringen, dann kannst du gerne dazu was sagen. Man handelt römisch-katholisch, und ohne zu begreifen, dass es römisch-katholisch ist, weil wir nehmen vielleicht den geistigen Bezug raus. Aber die römisch-katholische Kirche ist ein Staat und der Vatikan regiert weltlich, und was der Vatikan bestimmt, so laufen seine Gesetze. Die Gesetze unseres Landes sind angepasst an das römisch-katholisch-kanonische Recht. Deswegen steht nicht überall bei, dass das ein geistliches Recht ist, dass das ein römisch-katholisches Recht ist. Aber es ist in Übereinstimmung mit diesem Recht, ob uns das passt oder nicht. Und wir sind katholisch von der Wiege bis zur Bahre, wenn wir nicht von Gott herausgezogen werden und zu Jesus Christus finden können. Ohne dass man es uns mitteilt. Das ist ja das Gemeine dabei. Wir wissen es ja nicht. Eine kleine Reminiszenz an den Film The Matrix. Bevor ich nicht weiß, dass ich da irgendwo als Batterie missbraucht werde, denke ich auch, dass ich ein tolles Leben habe. So, bitte Michael. Ja, ich habe beispielsweise mal jetzt in dem Chatfenster einen Link gepostet, den ich mir schon vor langer, langer Zeit mal angeguckt habe. Der ist mir gerade eingefallen. Und zwar sind da beispielsweise aufgeführt die Mitglieder des ZDF-Fernsehrates. Also ZDF ist ja nun mal halt mit einer der größten deutschen Sender überhaupt. Zweites deutsches Fernsehen für diejenigen, die aus dem Ausland vielleicht zuhören oder zuschauen. Und da brauche ich nur runter zu scrollen, welche Leute da Mitglied sind. Da habe ich schon den Präsidenten des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche, da habe ich die Leiterin des katholischen Büros Schleswig-Holstein unter B, das ist ja jetzt hier alphabetisch sortiert. Dann habe ich da den nächsten Jesuiten direkt mit SJ, da muss ich mal eben schauen, den habe ich eben gesehen. Das konnte jetzt nicht gleichzeitig gucken und scrollen, habe ich aber dann auch eben gesehen. Da stehen auf jeden Fall dann einige drin, die damit zu tun haben. Das ist halt einfach beispielsweise so eine demagogische Studie. Hier zum Beispiel Pfarrerin, ne? Ja, aber ich hatte sogar eben einen S.J. gesehen, mein. Das bezweifle ich überhaupt nicht. Der wird wohl irgendwie hier zwischenstehen, ja. Aua. Ah. So, worum es geht, ist, die Leute sind halt ja Pfarrerin, hier genau die Cornelia Füllkrug-Weitzel, und den will man ja auch gar nichts. Das Problem steht ja auch darin, dass man halt den Leuten nicht vor den Kopf, nur vor den Kopf gucken kann, und man weiß ja auch nicht, welcher sonstigen Gemeinschaft die halt angehören. Ne? Das ist hier Langendörfer mit L, Hans Jan Langendörfer, Pater Dr.SJ, Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz. Ja, ja. Jetzt weiß ich, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das Société Jesuit heißt oder ob es jetzt was anderes heißt. Ich weiß es jetzt nicht. Aus dem Kopf müsste ich gucken. Aber normalerweise es geht ja steht SJ immer für Sociedad Jesus. Ja. Ja. Und damit wollte ich halt einfach nur mal sagen, guck mal hier, also das ist jetzt gar keine große Sache hinter verschlossenen Türen. Und außerdem ist dann hier die Marlene Thieme mit Tal, die Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist auch noch dabei. Also die sind proportional hier ganz gut vertreten, die Leute. Ja, und alle, bei denen irgendwas Katholisches nicht mit beisteht, die sind an katholischen Schulen ausgebildet. Ja, das sagte ich ja eben. Du kannst den Leuten ja nur vor den Kopf gucken. Ne? Du weißt ja nicht, was die dann überhaupt für eine, ja, sonst so glauben oder machen und tun und wo die Mitglied sind. Das kannst du ja nicht erkennen. Da gibt es ja letzten Endes keinen, ja, jetzt wollte ich schon ein böses Wort sagen, aber da gibt es ja keine Brandmarkung, da gibt es ja kein Brandzeichen für, dass man sagt, ah, guck mal, der gehört dazu oder so. Ne? Und
Wir sind hier. Naja, sie tragen sind alle ja nicht das Zeichen des Kain, Bruder. Sie tragen alle das Zeichen des Kain, nur tragen sie das nicht sichtbar. Mhm. Um es mal so zu sagen. Ja, über hier, da könnte man ja gehen, über seine Ausbildung, wo er ausgebildet wurde, aber ich gehe mal davon aus, dass SJ hier für Societat Jesus steht. Das wäre ja sonst auch. Ich wollte es nur mal Bescheid gesagt haben, dass also selbst im Fernsehrat von ZDF alleine schon 4 Leute auf den ersten Blick dazu erkennen sind, dass die für die Kirche arbeiten, beziehungsweise von der Kirche bezahlt werden. Drücken wir es mal so aus. Ja gut, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du machst. Auf der anderen Seite ist es ja überhaupt gar keine Frage. Was glaubst du denn, wer in dem Gremium der freiwilligen Selbstkontrolle sitzt? Das ist ja dieses Gremium, das in Deutschland beschließt, FSK, ja. Ab welchem Alter Kinofilme angeschaut werden dürfen. Das sind auch alles Katholiken. Und ich meine, darüber haben wir doch auch gesprochen. Wo habe ich da so ausführlich drüber gesprochen? Das war doch in Miranda Prausus, als ich Herrscher des Bösen gelesen habe. Miranda Prausus und Demirifica. Wenn man sich die beiden Dinge anguckt, dann weiß man doch Bescheid. Und das ist wieder mal eine Bestätigung davon. Und vor allen Dingen, wir sehen, Miranda Prausus war von 1958 von Papst Pius XII. In Demirifica war von Papst Johannes dem 23. von 1963. Wir sprechen hier über ein Buch, das geschrieben wurde 1853, mehr als 100 Jahre davor. Und selbst da war das schon nicht anders. Wir sprechen hier von einem Konkordat aus dem 19. Jahrhundert, meine lieben Brüder und Schwestern. Wir sprechen hier über etwas, was schon so lange in dieser Welt etabliert ist, dass kein Mensch sich mehr darüber aufregt, weil kein Mensch das weiß, weil kein Mensch so etwas studiert. Und dann wundert man sich, wenn man sein ganzes Leben ein römisch-katholisches Leben führt und am Schluss, ich sage es jetzt mal ein bisschen auf eine flapse Art und Weise, am Schluss nicht in den Himmel kommen kann. Dafür werden doch diese ganzen Dinge überhaupt gemacht. Das wird doch nur dafür gemacht, um uns von Jesus wegzuhalten, um uns von der Bibel wegzuhalten, um uns vom ewigen Leben wegzuhalten, um uns zu beschäftigen in dieser Art, auf dieser Erde. Ja? Was kann ich denn tun, um dich zu beruhigen? Mich weiterlesen lassen. Gut. Der 29. Artikel, fährt das Konkordat folgt, sorgt für die Errichtung bestimmter Ordenshäuser und Kongregatien durch den Staat. Der Zweck ist angeblich, dafür zu sorgen, dass immer eine hinreichende oder ausreichende Zahl von Geistlichen für einheimische und auswärtige Missionen und so weiter vorhanden sei und dass den Klerikern Gelegenheit gegeben werde, sich zur Verrichtung geistlicher Exerzitien, ja, spirituelle Exerzitien nach Ignatius Loyola und anderer frommer Werke zurückzuziehen. Darf ich mal ganz kurz Werbung in eigener Sache für Gender Agenda Folge Nummer 10 machen? Da kommen so einige Meditationsübungen. Ja, das ist dann rückwirkende Werbung, weil bis das hier raus ist, ist das schon längst. Ja, stimmt. Offen. Ach ja, natürlich. Ja. Also die Leute sollten sich dringend die Gender Agenda Serie anschauen, weil da kommen viele Dinge drin vor, die auch in diesem Licht interessant sind. Ja, Bruder, kein Problem. Nach dem 29. der 30. Artikel und dieser bezieht sich auf die Ordenshäuser für Frauen, in denen die dazu Berufenen sich einem beschaulichen Leben hingeben und andere der Krankenpflege, der Kindererziehung und sonstigen frommen und nützlichen Werken sich widmen können. Mir kommt jetzt beinahe die Galle hoch, wenn ich das hier lese. Der Kindererziehung, aber der römisch-katholischen Kindererziehung. So, nach außen verkaufen sie euch das als, ach, das sind doch gute Werke, das ist doch Wohltätigkeit, guckt diese Nonnen, was für tolle Arbeit die leisten. Aber nicht im Namen des Herrn, Jesus Christus, sondern im Namen des Papstes, des Antichristen und seiner verkehrten Religion, widmen sie sich der Krankenpflege, widmen sie sich der Kindererziehung und sonstigen frommen und nützlichen Werken. Nach außen hin sind das fromme, nützliche und positive Werke, das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber die Art der Erziehung, die sie dort ihren Schützlingen gedeihen lassen, ist, um sie direkt in den Abgrund zu führen. Er bestimmt die Aufrechterhaltung des Ordens der barmherzigen Schwestern unter der Leitung des Ordens vom heiligen Vinzent, verpflichtet die Regierung für dessen Verbreitung zu sorgen und gibt den Bischöfen Vollmacht in Betreff des Noviziats und deren jenen Instituten vorzunehmenden Übungen der Krankenpflege und Erziehung.
Der 35. Artikel erklärt, dass die Regierung durch alle fördersamen Mittel für den Unterhalt der Ordenshäuser und so weiter zu sorgen habe. Ja? Also, die Regierung muss alle Kosten dafür tragen, dass die Ordenshäuser unterhalten werden und das mit Beziehung auf die für Weiber alles noch unverkaufte Klostergut sofort an die Bischöfe, in deren Diözese es liegt, zurückzustellen sei. Das wurde 1851 aufgestellt. Ja. Die Ratifikation dieses Konkordates wurden am 23. April 1851 ausgewechselt. So, und jetzt noch eine kleine Anmerkung von mir. Ich habe das Video gemacht über das Konkordat mit Deutschland 1933, der Pakt mit dem Teufel. Schaut euch das an, ladet euch das Konkordat selbst runter und lernt Papstsprache. Das ist nicht leicht. Ja? Dass man diese Verträge durchliest und dann versteht, was da in Papstsprache, also mit gespaltener Zunge geschrieben, eigentlich steht, was das eigentlich sagen will. Das, was wir hier jetzt vorgelesen haben, ist kein direktes Zitat aus den verschiedenen Artikeln. Artikel 35, Artikel 30, Artikel 29, Artikel 3, Artikel 2, Artikel 1. Hier ist eine Erklärung, was der sagt. Das steht so nicht in dem Konkordat drin. Und das ist eben die Kunst. Und das ist, weshalb ich Richard Bennett so unglaublich schätze, der selber mehr als 20 Jahre römisch-katholischer Priester war, der in Trinidad gelehrt hat und der durch Gott aus der Kirche rausgeholt worden ist und heute den Leuten römisch-katholisches Recht in normalen Worten deutlich macht, weil Richard Bennett Latein kann, weil er die Veröffentlichung des Papstes in der Original-Lateinsprache liest und versteht und dann übersetzt, nicht nur in eine für uns verständliche lebende Sprache, Englisch in dem Fall, nein, sondern auch noch in Worten, dass wir es verstehen, was da drin steht. Das macht Richard Bennett. Und über den habe ich auch Videos, auch in Deutsch, auf meinem Kanal. Schaut euch das an. Hier haben wir jetzt gerade eben gesehen, was in diesem Konkordat mit Spanien 1851 drin steht. Und meine lieben Brüder und Schwestern, ich kann euch garantieren, wenn wir den Absatz weiterlesen, wenn wir hier nächstes Mal weiterlesen, das jüngste Konkordat, was wir gerade eben kurz besprochen haben, zwischen dem Papst und der spanischen Regierung, dessen Hauptinhalt wir zu besserem Verständnis in der Anmerkung mitteilen, enthält den Suprimat nicht nach Demetres und Gosselins geistreichen Theorien, sondern in seiner Wahrheit und so, wie er bis heute besteht. Da schwingt Pio Nono beide Schwerter, das geistliche wie das weltliche, wie nur je Gregor der Siebte und Innozenz der Dritte getan. Da kann jedermann sehen, die Daumenschrauben, welche von der geistlichen Jurisdiktion einem Staate in allen seinen Angelegenheiten noch immer da angesetzt werden. Entkleiden wir dieses Dokument der Phrase, die den römischen Kern umschließt, so ergibt sich folgender Sinn. Ja, und hier ist die Stunde vorbei. Um den Sinn dieses Konkordats zu verstehen, ja, müsst ihr zur nächsten 10. Lesung in 14 Tagen zurückkommen und müsst sehen, dass ihr das mitverfolgt. Ihr könnt natürlich das Buch auch runterladen, könnt es selbst lesen. Aber es ist ja, wie vorher schon gesagt wurde, oftmals so viel interessanter, um Dinge vorgelesen oder gesagt zu bekommen, anstatt sie selbst zu lesen. Nachlesen kann man es ja immer noch. Das ist ja nicht verboten. Ja, eingangs hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Lesen. Verzeihung dafür, dass es da heute ein bisschen stolperig ging zu Anfang. Aber ich denke ja, dass je weiter ich reingekommen bin in die Lesung, es ein wenig besser zu verstehen war und besser ging. Ich hoffe, dass es euch genauso viel gebracht hat wie mir. Wie gesagt, ich bin im Vorbereiten dieses Buches noch knapp 100 Seiten vom Ende, Werk auf 356 oder sowas muss ich weiterlesen. Das Buch ist so packend, so spannend, jedes Mal, wenn ich anfange und ich nicht einschlafe, weil ich zu müde bin, kann ich nicht unter 20 Seiten aufhören zu lesen. So fantastisch ist das. 20 Seiten haben wir heute nicht geschafft. Es geht aber auch nicht um die Quantität der Seiten, die man liest, sondern um die Qualität, mit der man es liest und erklärt
Und da bin ich ziemlich zufrieden mit, bis auf das Stolpern am Anfang hier und da ein wenig. Verzeiht mir das, ich bin auch ein wenig außer Übung mit dieser Schrift. Ich werde mich nächstes Mal probieren, da ein bisschen mehr drauf vorher zu konzentrieren. Ich danke jedenfalls heute fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis wir in 14 Tagen uns wieder treffen zur 10. Lesung dieses wunderbaren Buches von James Atkin Wiley, aus 1853 ins Deutsche übersetzt, Das Doppelgesicht des Papsttums. Danke auch Michael für seinen wertvollen Beitrag in dieser Lesung. Es freut mich immer sehr, wenn wir ein bisschen interaktiv das machen können. Deswegen mache ich diese Sendung ja auch als Premiere, wenn ich sie auf YouTube veröffentliche. Das werde ich wohl auch so in der Zukunft beibehalten. Wohl nicht für jede Sendung, sonst dauert es ja 2 Jahre, bis das hochgeladen ist. Mal sehen. Aber in der Zwischenzeit bleibt uns allen genug Zeit, um in der Zwischenzeit ein ganz, ganz wichtiges Buch zu studieren. Dieses hier. Die Bibel. Also, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.